Na, Männer, alles klar? Hervorragend. Ich melde mich zurück vom Landurlaub. Wir schreiben den 18. März 43 und haben bereits wieder einen Gleitzug direkt vor uns liegen. Das Boot ist bereits auf Seerohrtiefe und die Situation ist ein wenig chaotisch, könnte man vielleicht sagen. Wir stoppen das Ganze mal und ich zeige euch das mal hier auf der Kartenübersicht. Ihr seht, ich habe versucht, das Boot erstmal hier in eine vernünftige Schussposition zu bringen. Soweit der Plan. Und genau in diesem Augenblick wendet die ganze Malhalla hier. Ihr seht das. Also die haben jetzt hier praktisch so eine Reihenformation beinahe schon eingenommen und ändern jetzt hier den Kurs. Das kann natürlich jetzt einfach daran liegen, dass die vielleicht hier einfach sozusagen ja so eine Art Wendepunkt haben, wo sie halt ihren Generalkurs ändern. Aber es ist schon ein bisschen ungewöhnlich und natürlich das Timing ist jetzt schon auch ein bisschen schräg. Ich denke, uns bleibt jetzt gar nicht viel anderes übrig, als die Situation einfach zu beobachten, schauen, wie sich das jetzt hier entwickelt und hoffen, dass wir hier noch irgendwie in eine vernünftige Schussposition kommen. Für den hier, meine ich, haben wir auch sowieso schon eine Torpedolösung. Genauso wie für einige andere auch. Aber jetzt müssen wir einfach mal schauen, ob die sich wieder neu sortieren oder was die hier genau fabrizieren. Ja, die drehen ja komplett ab. Und solange die keinen konstanten Kurs fahren, braucht man hier jetzt auch nicht schießen. Wir beobachten ihn jetzt einfach mal ein bisschen. Schauen mal, ob der jetzt diesen Kurs beibehält oder ob er sich noch weiter dreht. Fahren die vielleicht wieder zurück, was ja gar keinen Sinn machen würde. Wir sind ja hier wirklich mittendrin aktuell. Also warum sollte der ganze Geleitzug hier abdrehen? Hier haben wir auch nochmal Schraubengeräusche. Also ich habe keine wirklich sinnvolle Erklärung dafür. Ich meine, manchmal verhält sich die KI schon wirklich eigenartig. Wir stoppen hier gerade mal. Die Ortbarkeit ist jetzt natürlich auch deutlich gestiegen. Wir ändern unseren Kurs aber hier auch nochmal. Entfernen uns vielleicht nochmal von der ganzen Geschichte, bevor sie uns doch noch orten. Und jetzt ist wirklich komplettes Chaos hier drin, wie ihr sehen könnt. Also das ist jetzt schon... Ja, ich vermute mal, da hat die KI jetzt ein bisschen Probleme. Ja, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Das kommt immer mal wieder vor. Aber so mittendrin ist es halt schon ungewöhnlich. Jetzt können wir nur hoffen, dass uns irgendwer einfach vor die Rohre fährt. Auf ihn hätten wir auch schon eine gute Kurslösung. Vielleicht haben wir ja Glück und er schippert uns hier vor die Rohre. Die blockieren sich halt alle so ein bisschen gegenseitig, wenn wir hier nochmal schauen. Ja, bisschen schräge Situation. Ich hatte das Spiel natürlich auch nochmal neu geladen, mehrfach, in der Hoffnung, dass sich das vielleicht wieder einpendelt, aber das ist jetzt einfach so, wie es ist. Können wir nichts dran ändern. Kann natürlich jetzt auch zu unserem Vorteil erwachsen, wenn die sich jetzt wirklich hier so ein bisschen ins Gehege kommen gegenseitig, dass wir da irgendwie reinstoßen können. Jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht entdeckt werden. Wir bleiben auf kleiner Fahrt. Und schauen mal, was die hier so fabrizieren. Okay, die teilen sich jetzt hier wirklich komplett irgendwie auf. Fahren völlig unterschiedliche Kurse. Er würde uns jetzt, glaube ich, schon ganz gut entgegengeschippert kommen. Also fokussieren wir uns vielleicht mal auf ihn und schauen, dass wir hier einen Treffer landen. Das ist auch ein Liberty. Also schon ein dicker Brocken. Dreht auch nach Steuerbord jetzt. Ah, da kommen wir wahrscheinlich jetzt so auf die Schnelle nicht mehr in Schussposition. Und wir müssen natürlich vorsichtig sein. Hier fährt der Zerstörer. Es könnte aber funktionieren. Jetzt schauen wir mal. Wir drehen uns. Oh, wir kommen schon. Ja, das ist jetzt eigentlich schon die Position. Hier müssten wir schießen. Ja, jetzt. Okay, alles klar. Dann machen wir das jetzt. Wir schauen nochmal kurz, Frage, Tiefgang, Liberty, 7,2, Rohr 2 bewässern, Aufschlagzünder schnell laufend, Torpedotiefe 6,5, Rohr 2, los. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Dickes Ding. 30 Sekunden. 50.000 brauchen wir noch. Nochmal kurz zur Erinnerung. Ungefähr, um Black Pit abzuschließen. So, jetzt ist die Frage, was machen wir danach? Was machen die Zerstörer? Da ist natürlich schon auch ordentlich Geleitsicherung dabei. Jetzt schauen wir erstmal, ob der hier trifft. Wir ändern unseren Kurs schon mal. Schräge Situation. Volltreffer, sehr gut.
mehr so ein richtiges Rudel gebildet. Hoffen mal, dass gereicht hat. Das wäre jetzt natürlich wirklich sehr vorteilhaft. Und dann versuchen wir noch einen zweiten, auf ein zweites Schiff zu operieren. Ja, Torpedotiefe 6,5 hat sich schon bewährt mit Aufschlagzünder. Auf die Schiffe dieser Dimension wird auch schon evakuiert. Okay, damit ist ja aus dem Spiel genommen. Dann können wir uns direkt auf den nächsten konzentrieren. Jetzt schauen wir mal. Ja, wir bleiben einfach mal auf diesem Kurs. Und schauen mal, wie sich das Chaos hier weiterentwickelt. Hier fährt noch ein C3. Was haben wir denn hier vorne noch alles? Wir können ja mal weiter Kurse berechnen. Das dürfte auch ein bisschen was Größeres sein hier. Naja, 5600. Das ist halt ein richtig dickes Ding hier, nehme ich an, oder? Na gut, aber das ist jetzt... hängt einfach dann von der Situation ab. Wir berechnen natürlich trotzdem mal weiter Kurse. Den hätte ich gerne jetzt hier erwischt. Das ist auch nochmal ein Liberty. Tanker war auch irgendwo dabei. Bishop Dale, das ist ja, glaube ich, ein Tanker der Dale-Klasse. Genau, der wäre natürlich sehr attraktiv. Aber jetzt schauen wir mal. Jetzt muss man natürlich auch erstmal vor allen Dingen schauen, was die Außensicherung macht. Hm. Er fährt weiterhin voraus, der Zerstörer. Er würde uns vor die Rohre fahren, wenn er so weiterfährt. Aber dicht gefolgt von einem weiteren Zerstörer. Okay, und ich glaube, jetzt operieren sie auch auf uns. Okay, da kommt schon die Solarpeilung. Wir schießen jetzt auf ihn. Wir versuchen es einfach. Wir versuchen unser Glück. Und dann werden wir Alarm tauchen. Moment, Moment, Moment. Einmal stoppen. Ganz kurz. Oh klar, das wäre er hier. Kann natürlich sein, dass der uns jetzt schon entwischt aufgrund der Zickzack-Kurse, aber wir versuchen unser Glück. Wir sind ja unter einen Kilometer dran. 8,47. Dann lassen wir den auf 7 Meter steuern. Rohr 3. Klar machen zum Unterwasserschuss. Torpedotiefe 7. Rohr 3. Los. Und mit Alarm tauchen in den Keller. Und jetzt mal kein Risiko eingehen. Ja, die haben sich jetzt alle in unsere Richtung orientiert. Wir versuchen hier unter den Konvoi reinzulaufen. Ja, der könnte schon treffen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Er orientiert sich auch erstmal hier rüber. Und wir schauen uns das hier natürlich an. So. Ja, gerade mal aus dem Urlaub zurück und schon wieder mittendrin. Übrigens, es kam auch, schaut euch das an auf Steam, ein neues Update, über die, ich glaube, was sie beschrieben haben, ist dann, soll der Full Release sein. Neue Bootstypen sind auf jeden Fall an den Start gekommen. Leider noch keine Rede von Typ 9 oder gar Typ 21, aber Typ 2. Und verschiedene Ausführungen auch davon, ich glaube 2 Stück, und vom Typ 7 sollen auch 3 verschiedene Ausführungen kommen. Daran wird wohl aktuell gearbeitet. Finde ich großartig. Also das heißt, wenn man wirklich am Anfang eine neue Kampagne beginnt, 1939, kann man noch mit den alten, ich glaube man nannte sie Einbäume, auf Feindfahrt gehen. Und dann im Laufe der Zeit sich halt erst die anderen Bootstypen freischalten. Meine Vermutung oder auch meine Hoffnung ist, oh ich fürchte, der trifft nicht, ist halt, dass es die, ja der ging daneben, Typ 9 Boote und Typ 21 Boote, auf die wahrscheinlich die meisten Leute wirklich scharf sein werden, dass es die dann möglicherweise als DLC geben wird irgendwann. Das könnt ihr mir gut vorstellen, würde ich auch absolut gerne dafür Geld bezahlen, kein Problem. Schauen wir mal. Aber das kam jetzt mal irgendwie so, da kam ein neues Update. In meinen Augen sehr vielversprechend. So, die schippern jetzt hier erstmal alle in die falsche Richtung, orientieren sich jetzt aber um. Ah, wir hätten nochmal schießen sollen. Dings war gut, die Position. So, jetzt überläuft er uns gleich. Jetzt ist die Frage, sollen wir, wir schlagen auf jeden Fall nochmal einen Haken. Ich bräuchte noch jemanden an den Maschinen hier. Einmal auf AK gehen, bitte.
Das wird eng. Ich hätte in die andere Richtung ausweichen sollen. Das könnte eng werden. Wir gehen auch gleich tiefer. Direkt über uns, Herr Kaloy. Ja, könnte unangenehm werden. Ja, die haben sich jetzt wirklich hier ziemlich hart verteilt. Wir müssen irgendwie hier rüberkommen, um an die Frachter dran zu kommen. Jetzt kommen die Wasserbomben. Für einen Täuschkörper sind wir fast schon. Naja, wobei, machen wir trotzdem. Herr Kaloy? Er hat einen Täuschkörper. Auch wenn wir jetzt schon sehr tief sind. Da sind die Detonationen schon. Die sind also noch ziemlich weit ab. Naja, wobei, so weit sind sie gar nicht ab. Aber doch ein gutes Stück zu hoch noch eingestellt. Wir sind ja auf den letzten Moment sind wir noch weiter runtergegangen. Also einmal Täuschkörper raus, auf großer Fahrt bleiben, um von der Ausstoßstelle möglichst weit wegzukommen. Sauerstoff, nicht ganz ideal, aber noch über 60. Boot steuert 160 Meter. Bombenhagel über uns. Okay, solange es da oben kracht und der Täuschkörper aktiv ist, können wir noch auf großer Fahrt bleiben. Hohe Fahrtstufe. Dann werden wir auf Schleichfahrt gehen. Schleichfahrt soll übrigens dann auch übernommen werden ins fertige Spiel. Also als eigenständiger Befehl muss man keine Mod mehr installiert haben. Und das wird dann so sein, dass eben Torpedowartung aufhört, alles was irgendwie leer macht, wird abgestellt. Und ich glaube auch, dass dann die Matrosen, die Seemänner hier nicht mehr im Boot unterwegs sind und anfangen zu putzen und mit dem Kehrbesen durch die Gegend laufen. Ja, geht dann schon so ein bisschen in den Bereich Feintuning, würde ich fast sagen. So, nächste Sonarpeilung, wir schlagen nochmal einen Haken. Lass ein bisschen laufen hier. Bleiben auf der Tiefe, noch einen Moment. Und Schleichfahrt. Und hoffen, dass die immer noch am Täuschkörper irgendwie dran sind. Verdammte Sonarpeilung. Ja, jetzt müssen wir hier erstmal irgendwie rauskommen, ne? Wasserbomben, man sieht aber die aufklatschen. Ja. Man sieht sie aufklatschen, hier drüben beim Täuschkörper ausgezeichnet. Das heißt, wir lassen das erstmal so laufen. Vielleicht mal speichern an der Stelle, hm? Und dann wird natürlich spannend sein, wie und ob die sich... Scheiße, wir haben Schäden im Boot. Gleich mal höher gehen. Wie und ob die sich neu sortieren. Ach du Scheiße, jetzt werden wir erwischt. Stopp. Ach du Scheiße, okay. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das habe ich jetzt... Oh nein. Schotten dicht. Das habe ich jetzt verpasst. Schleichfahrt beenden. Auf große Fahrt gehen. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sind alles ziemliche Volltreffer. Oh, das war ein richtiger Volltreffer. Das wird's gewesen sein. Das wird's gewesen sein. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie uns hier unten erwischen. Das war's. Okay. Ja, Männer, manchmal ist es so. Können natürlich noch anblasen, aber da ist nichts mehr zu holen. Das war's. Wir werden hart hecklastig. Okay, dann muss man einen neuen Ansatz versuchen. Ja, da wollen wir gar nichts mehr ausprobieren. Melde mich gleich zurück. Na gut, seid gnädig mit mir, man möge es mir nachsehen. Bin gerade erst aus dem Urlaub zurück und habe fast einen Monat lang nicht gespielt. Leider war der Auto, also der Quicksave, genau beim ersten Wasserbombentreffer, der ist also unbrauchbar. Jetzt schauen wir mal, wir sind jetzt allerdings in so einer Position. Schon ein bisschen zu lange gewartet, aber wir versuchen trotzdem mal ihn hier zu treffen.
Rohr 1 mit Aufschlag, Zünder, Torpedotiefe 6,5. Vielleicht erwischen wir ihn hier noch, während er hier abdreht. So. Vielleicht wird das noch was. Nee, wir machen Magnetzünder. Schauen uns nochmal ganz kurz den Tiefgang an. Das ist er hier. Tiefgang 7,2. Dann gehen wir mal auf 7,5 oder 8. Nehmen wir 7,5. Magnetzünder. 7,5. Und los. Weil der Winkel einfach ungünstig ist. Dann hoffen mal, dass der trifft und dann werden wir direkt auf ihn hier schießen. Und dann einfach ein bisschen vorsichtiger sein, wenn die Wasserbombenverfolgung losgeht. Ja, ich habe jetzt tatsächlich... Okay, wir waren in so einer Abheilung, dann kann man schon drüber nachdenken, dass man vielleicht wirklich in die Bredouille kommt. Aber ich habe mich jetzt zu sehr darauf verlassen, dass die auf den Täuschkörper gehen und nur auf den Täuschkörper. Na schön. Ein Hallo-Wach-Moment. Jetzt hoffen wir mal, dass der trifft. Und er, wenn die wieder genauso agieren wie gerade eben, sollte er sich gleich nach Steuerbord wegdrehen. Dann kommen wir hier auch nochmal in eine gute Schussposition. Oh, das wäre jetzt natürlich hervorragend. Das ist nämlich auch ein Liberty. 10 Sekunden bis einschlagen. Treffer mittschiffs, sehr gut. Das hat schon mal funktioniert. Gut, also. Quasi Neustart. Aber ich will ja nichts verschweigen. Hätte ich jetzt alles rausschneiden können. Aber nee, gehört schon dazu. Komm schon. Evakuiert das Ding. Das hat denn jetzt, glaube ich, noch nicht so wirklich beeindruckt, oder? Treffer. Schwere Schäden am Rumpf. Okay. Mal abwarten. Kleine Fahrt. Wir schauen jetzt, was er hier macht. Haben wir hier schon eine Kursberechnung? Müsste passen. Und dann schauen wir, dass wir ihm einen verpassen. Und dann drehen wir vielleicht einfach nochmal ab und operieren nochmal auf ihn hier. Je nachdem. Aber nicht zu viel Risiko eingehen. So, dreht er ab oder? Ah, er ist evakuiert. Okay, ausgezeichnet. Wir stoppen jetzt mal. Scheiße, läuft genau auf uns zu. Rückwärtsgang. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schaut euch das an. So kommen wir nämlich in eine perfekte Schussposition. Jetzt wird er langsamer. Besser könnte es aber gar nicht laufen. Wir haben hier knapp 500 Meter Entfernung. Klar machen zum Unterwasserschuss. Ist auch ein Liberty. Können wir also die Einstellung genauso übernehmen. Beziehungsweise ja, Aufschlagzünder. Ach nee, wir hatten ja Magnetzünder eingestellt. Dann brauchen wir wieder die 6,5, würde ich sagen. Torpedotiefe 6,5. Lassen den schnell laufen. Rohr 2. Los! Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. So. 30 Sekunden. Torpedo läuft. Vorwärtsgang. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. 20 Sekunden. Vielleicht können wir uns noch einen dritten schnappen. Das sieht schon deutlich besser aus. 10 Sekunden bis Einschlag. Und dann auch unbedingt dran denken, den Täuschkörper früher rauszudrücken. Also höher. Und früher auf Schleichfahrt gehen. Und vielleicht sogar einen Tacken tiefer. Und nicht gedanklich noch im Pfaffenwinkel rumhängen hier. Oder bei den Features vom Update. Ja, das sieht aber gut aus. Brennt lichterloh und säuft auch direkt ab, denke ich. Okay, da hinten ist der andere. Ich denke, der wird nochmal ein bisschen Nachhilfe benötigen, ist aber schon evakuiert. Und der säuft direkt ab. Okay. Ja, hier
wird jetzt natürlich die Außensicherung unangenehm werden. Wir könnten jetzt auch wirklich komplett auf Nummer sicher gehen und erstmal ablaufen. Das wäre wahrscheinlich der klügere Schachzug. Ja, das machen wir. Ist auf jeden Fall, ja, klüger. Und dann vielleicht sogar nochmal auftauchen, den ganzen Kram hier ausdampfen, vorsetzen, hoffen, dass sie auf diesem Generalkurs bleiben und dann versuchen, von der anderen Seite nochmal dran zu gehen. Weil die ganze Sicherungsfahrzeuge aktuell sind ja auf der Backbordseite von dem, was halt noch übrig ist vom Konvoi. Setzen wir uns hier mal vorsichtshalber noch einen Marker. Der ist abgesoffen. Der braucht wahrscheinlich noch ein bisschen. Moment. Ja. Da müssen wir nochmal mit der Bordkanone dran. Okay. Gut, dann versuchen wir jetzt erstmal hier wegzukommen. Vielleicht sogar eher nach hinten ablaufen. Ich würde fast einen Täuschkörper liegen und auf Tiefe gehen. Und dann auch direkt auf Schleichfahrt. Einmal runter. Suren hat einen Täuschkörper dabei. Die legen wir schön hier unterhalb der Wasseroberfläche. Geben jetzt schon mal den Tauchbefehl. Aber auch diesmal nicht mit Alarm tauchen, sondern erstmal gemütlich auf 100 Meter runter. Ungefähr bei 20 Meter stoßen wir den Täuschkörper aus. Und vielleicht gleich noch einen zweiten. Super praktisch wäre so eine Art Timer auf dem Täuschkörper. Ja, dass man den legen kann und der so gestaltet wäre, dass er erst nach ein paar Minuten loslegt, dass man schon Gelegenheit hat abzulaufen. So. Jetzt sind wir hinten. Natürlich werden wir wahrscheinlich gleich ein bisschen taub werden. Ja, wobei, Kurs ist schon gut. So, und Schleichfahrt. Und auf 150 Meter gehen. Und nochmal einen kleinen Haken schlagen. Oder besser gesagt, ein Häkchen. Frage Sauerstoff 64. Wäre natürlich auch eine Option. Jetzt hätten wir hier gerade noch den weitwund geschossenen Frachter, dass wir bei dem vielleicht bleiben. Das hat ja auch schon ganz gut funktioniert. Setzen wir erstmal Kurs hier hin. Und stoppen dann dort. Scheiße, Wasserbombeneinschläge sind direkt neben uns. Das sieht nicht gut aus. Oder doch in die Richtung? Nee. Wir machen das jetzt tatsächlich mal so. Aber ich fürchte, wir kriegen schon wieder was auf den Deckel. Scheiße. 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 Entschuldigt die Ausdrucksweise. Sieht nicht gut aus. Was ist denn los, Hans? Alle stoppen. Das kann nicht wahr sein, oder? Nicht nochmal. Bitte nicht nochmal. Scheiße. Nein. Oh, 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 oh. Ganze Hecksektion betroffen. Einmal Wassereinbruch. Habe ich denn jetzt? Okay. Das wird, glaube ich, die erste Folge nach dem Urlaub, wird die übelste Folge überhaupt bis hierher. Die sind auf Zack, die Jungs. Es war keine Sonarpeilung und die haben uns jetzt wirklich auf knapp, naja, 150, 160 Meter Tiefe erwischt, trotz Täuschkörper. So langsam gehen mir ein bisschen die Ideen aus. Noch ein letzter Ansatz. Wenn das nicht funktioniert, dann lassen wir ab von dem ganzen Ding hier. Das ist ja gruselig.
Komplett vernichtet. Komplett vernichtet. Geringer Schaden, Glühbirne. Gut, langsam wird es ein bisschen frustrierend. nächster Torpedoschuss nochmal hier auf die Troy's Dock. Aber ich bin tatsächlich so ein bisschen ratlos gerade. Ich würde es auch nochmal versuchen, auf ihn hier auch noch zu gehen. Ablaufen in diese Richtung halte ich aber schon für eine gute Idee, grundsätzlich. Und ich meine, jetzt haben wir einen Täuschkörper ausgestoßen, sind dann tief runtergegangen, sind ziemlich sofort auf Schleichfahrt gegangen, waren tief unten. Also ich weiß auch nicht, ob die jetzt hier gegenüber den anderen Sicherungsfahrzeugen, die wir sonst so hatten in der Vergangenheit, wirklich so auf Zack sind oder ob ich so dermaßen eingerostet bin in den knapp 4 Wochen, wo ich nicht gespielt habe. Ich weiß es nicht. Es tut mir auch wirklich leid. Aber es gehört leider auch dazu. Ich bin ja kein Experte. Bin immer gut klargekommen, aber das ist jetzt wirklich eine ganz, ganz üble Situation. So, den haben wir schon mal erwischt. 2 Treffer möchte ich schon landen, also 2 Frachter torpedieren. Jetzt könnten... Entschuldigung. Jetzt könnte man natürlich noch hier problemlos ablaufen, glaube ich. Und vielleicht wäre das auch das Klügste, aber ich will zumindest hier noch einen 2. Schuss wagen auf ihn hier. Ein bisschen Risiko muss schon sein. Schauen wir mal, was mit ihm hier ist. Ob das genügt hat. Ah, sieht ganz gut aus. Sollte eigentlich schon. Ist evakuiert. Okay. Soweit so gut. Scheint auch abzusaufen. Dann versuchen wir jetzt schon noch auf ihn hier zu gehen. Verhält sich jetzt auch anders. Ah, der dreht jetzt nicht irgendwie nach Backbord weg. Die fangen jetzt einfach an hier zu zacken. Und er hat sich auch schon umorientiert. Also ich würde sagen... Soll man nochmal einen Täuschkörper riskieren an der Stelle? Ja, machen wir. Ich versuch's tatsächlich nochmal. Auf eine ganz ähnliche Art und Weise. Kann ich sehen? Stopp. Wir brauchen Suchen. Ja, aber wir versuchen es mal ohne Täuschkörper, oder? Gehen direkt auf Schleichfahrt. Vielleicht haben wir sie damit auch einfach nur angelockt. Mann. Vielleicht einfach zu viel gewollt. Ich meine, sie haben natürlich auch massive Außensicherung, aber die haben uns jetzt immer schon ziemlich zeitnah erwischt, ohne dass sie uns irgendwie hier eine halbe Stunde gejagt hätten. Was haben wir denn hier eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5 Sicherungsfahrzeuge, 2 davon Zerstörer, der Rest alles Flower-Klasse wahrscheinlich. Noch keine Sonarpeilung. Und gleich mal schön tief runtergehen hier. An die Grenze. 160 Meter. Kurs beibehalten. Gefährliche Tiefe. Und vor allen Dingen auch mal Alarm auslösen. Oh, jetzt beginnt die Jagd. Und wir sind nicht die Jäger. Schauen, dass wir den Leuten hier möglichst noch ein bisschen was zuteilen. Ja, so ist schon ganz gut. Können wir mit ihm noch irgendwas Sinnvolleres machen? Nee, passt eigentlich. Okay. Moment, ist das noch mal eine andere Meldung hier? Große Gruppe? Ach, hier oben. 5 bis 10. Ist ja meistens, sind das Kriegsschiffe in der Dimension 5 bis 10. Ich setze gerade mal Markierungen. 2 bis 4. Okay. Ja, die laufen jetzt beide hier auf unseren Kurs sozusagen. Wir stoppen mal die Maschinen. Mal abwarten. Jetzt sind wir auch ein gutes Stück tiefer.
Jetzt kommen Wasserbomben. Welcher schmeißt denn die Wasserbomben? Beide Maschinen, kleine Fahrt zurück. Ja, hier. Wir haben schon eine Idee. Die sollten mal weit genug weg sein. Wenn die hier ins Wasser gehen, haben wir 450 Meter. Schiffsschrauben her, Kaloi. Wasserbomben. Alle Maschinen stopp. Wasserbomben. Hart Backbord, kleine Fahrt voraus. 10 Meter tiefer gehen. Wasserbomben. 170. Wasserbomben. Uiuiuiui. Kapitän? Immerhin, noch nichts abbekommen. Ruhe im Boot. Lagebild. Spucken noch an der falschen Stelle. Alle Maschinen stopp. Beide Maschinen kleine Fahrt zurück. Stopp. Ah, scheiße, der läuft uns an. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Haken schlagen. Hart Steuerbord. Kleine Fahrt. 10 Meter tiefer. 200 Meter. 180. Junge, Junge. Der klebt uns am Hintern. Der weiß genau, wo wir sind. Schiffsschrauben. So, jetzt müssten die Wasserbomben fallen. Wasserbomben? Ja. Wasserbomben. Große Fahrt voraus. Ich dachte schon, jetzt kommen wieder die Meldungen. Ja, dass die jetzt gestresst sind, das wundert mich nicht. Geht mir nicht anders. Also wir haben den jetzt wirklich richtig an der Backe, den Kollegen hier. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich nochmal einen Täuschkörper nehmen, dann die Tiefe verändern, aber diesmal höher gehen. Suchen, Täuschkörper klar machen. Schleichfahrt beibehalten. Der hat gerade eine neue Serie Wasserbomben rausgelassen. Müsste sich also jetzt dann erstmal wieder neu orientieren. Wir gehen mal auf 100 Meter hoch. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Meter gehen durch. Junge, Junge, ob das gut geht. 160 Meter. Meter. 140. Frage Lagebild. Nichts zu hören. Kleine Fahrt. Und erstmal so bleiben. Horchraum ist noch fit genug? Ja. Oh, da kommt schon wieder einer angedampft. Das darf nicht wahr sein. Ja, die sind auf jeden Fall hartnäckig. Hier muss ja auch noch irgendwo die andere Korvette rumkreuzen. Oder er hat sich hingelegt und gestoppt, um zu horchen. Keine Sonarpeilung mehr, das wundert mich. Wasserbomben liegen alle beim Täuschkörper.
Zwei Schiffe behaken den Täuschkörper aktuell. Wir gehen nochmal wieder ein bisschen tiefer runter auf 140 Meter. Die kommen jetzt auch alle hinterher. Die komplette Außensicherung operiert jetzt auf uns. Schöne Scheiße. Nach hinten ablaufen. Ja, Kurs einfach beibehalten. Was haben wir denn jetzt hier schon an Distanz? Noch nicht allzu viel, aber immerhin. 1,5 Kilometer. Wo liegen die Wasserbomben? Kann man das erkennen? Hier hinten. Frage Sauerstoff. 57. Schön davon schleichen. Täuschkörper ist immer noch aktiv. Und sie behaken immer noch den Täuschkörper. Ausgezeichnet. Diesmal könnte es funktioniert haben. Wenn der Täuschkörper jetzt dann gleich aus ist, dann hören wir auch wieder was. Der läuft schon ab. Hier ist aber noch Action. Okay, Täuschkörper ist Geschichte. Ortung geht direkt ziemlich hoch. Und wir gehen runter. Die sind gut. Ich glaube, die sind einfach gut. Ich glaube, die sind besser als... Ach du Scheiße, ist der nah. Wesentlich besser als die, die wir zuletzt so hatten als Außensicherung. Jetzt bloß keinen Lärm machen. Und wenn nur einer purzt. Kann er sich auf was gefasst machen. Boah, ich weiß gar nicht, ob wir an den Konvoi nochmal dran gehen sollen. Ich meine, da schippert schon noch schönes Zeug mit, ne? So ist es nicht. Aber die sind ja wirklich auf Zack. Weil hier, da ist doch auch noch einer, seht ihr? Da sieht man noch die Rauchfahne. Ja. Wir bleiben gestoppt liegen. Ich muss mich ausruhen. Junge, Junge. Ach, du. Da haben wir nochmal. Okay, das ist. Ein einzelner. Ich glaube, sie haben aufgegeben. Junge, Junge, Junge. Und sie fahren auch wieder dem Konvoi hinterher. Also die schließen sich auf jeden Fall wieder dem Konvoi an. Ganz, ganz üble Nummer. Auf Seerohrtiefe gehen. Kleine Fahrt voraus. Ja, ich bin echt gerade unschlüssig, ob wir da nochmal hinterher gehen sollten. Oder uns vielleicht eher die hier unten anschauen sollten. Wäre vielleicht ein bisschen einfacher. Aber einfacher ist ja auch irgendwie langweilig, ne? Ihr wollt ja auch ein bisschen was zu sehen bekommen. Also würde ich schon eher dazu tendieren, vielleicht nochmal dran zu gehen. Zumindest mal ausloten, mal aus sicherer Entfernung schauen, wie sie sich so sortiert haben. In welcher Formation, ob wir da nochmal irgendwie zum Schuss kommen könnten. So, Seerohrtiefe, sehr gut. Schleichfahrt beenden. Normales Licht, Kreiselkompass wieder anmachen. Junge, Junge. Da haben wir es doch noch irgendwie geschafft. Mit zwei Versenkungen. Also, zweimal versenkt worden. Das war nicht schön. Aber es nimmt irgendwie noch ein gutes Ende. Ja, aber ist ja auch spannend durchaus, ne? Also wenn das nicht so super easy alles über die Bühne geht, sondern man wirklich mal in Bedrängnis kommt, hat ja seinen Reiz. So ist es ja nicht. Na gut, ich überlege mir das bis zur nächsten Folge, aber ich denke schon, dass wir hinterher stoßen werden und einfach nochmal schauen, ob wir da nochmal anklopfen können. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Plan. Für den Moment soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, trotz der Unzulänglichkeiten meinerseits. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.